So, seid gegrüßt, hallo und willkommen zurück bei Torchlight. Bevor wir da reingehen, wollte ich noch etwas gucken, nämlich was denn dort in den Kanistern so rumspukt. Letztes Mal haben wir ja das noch am Ende der Folge gesehen, was da hinten so in den Kanistern alles ist. Da geht's auch noch rechts weiter, da war gerade der Blutschüler. Und bevor wir das aber machen, gucken wir uns das erstmal hier an. Natürlich wird es von einer Spinne bewacht. Gut, Holdein. Gut, Holdein ist jetzt nicht mehr. Was ist denn das hier? Geht's denn da noch weiter, bevor wir in dieses komische Labor da gehen? Anscheinend ja nicht. Deswegen. Sieht so aus wie eine Art Labor, aber auch nicht. Seltsam. In den Kanistern da. Da. In den Kanistern sind ja irgendwelche Lebewesen. So. Hier zum Beispiel. Da zum Beispiel und so. Im ersten, das sieht aus wie ein fetter Klotz und im zweiten, das sah Mein aus wie ein Gepäck Baum. ist voll. Und was ist das hier? Sieht aus wie ein Labortisch. Sieht aus, als hätte jemand mit Glutstein irgendwelche Experimente an diesem Objekten dort hinten vorgenommen. Äußerst merkwürdig. Aber der schwarze Palast ist ja an sich noch neu und merkwürdig. Vielleicht werden wir es noch früh genug herausfinden. So. Wie soll das denn auch anders sein? Haben wir hier wieder ein paar Menschen? Na gut, das sind keine Menschen, das sind Monster. Haben wir hier wieder ein paar Monster, Mein Gepäck ist voll. Mein Inventar ist voll. Die uns begrüßen wollen. So. Da ist wieder ein Stab dabei, den kann ich gleich mal. Ja, epischer verschimmelter Stab brauche ich eh nicht. 1% erhöhte Erfahrung, nee. Nee, 32. Bringt uns viel Geld. Naja, was heißt viel? So im Durchschnitt 1000, wenn Wayne mal voll beladen ist. Aber so an Ausrüstung bringt uns das eigentlich nichts. Jedoch denke ich, dass wir in dem schwarzen Palast hier noch ein bisschen was finden werden. Hier ist noch so ein fetter Glutstein, noch so ein Antigravitationsglutstein. Naja, wie schon gesagt. Ich denke mal, wir werden hier noch ein bisschen gute Rüstung finden. Ich hoffe es zumindest. Sonst verbraten wir ja natürlich ein paar Energietränke. Und jetzt geht's erstmal hier rein. Und das will ja keiner, dass wir Energietränke verbraten. So. Oh. Und nochmal. Da bin ich gerade auf die Platte gekommen. Und die Drachen. Warum können eigentlich die Monster nicht auf den Platten da verschwinden? Na super. Na ganz toll. Los, geh runter da. Nein, er bleibt liegen. Okay. Hätten wir auch geklärt, was da bei der Platte war. Da war ein kleiner Schatz. Ja, ist ja mal nett für zwischendurch. Epischer Kupferring. Und Plattenkopfschuss der Eule. Schutz. Kopfschuss der Eule, wow. Mit was soll die schießen? Mit Gewürde? Ich weiß es nicht. Geht es denn da vorne noch irgendwo hin? Ach, anscheinend schon. Wir haben anscheinend hier noch nicht aufgeräumt. Und wurden natürlich verlangsamt. Verdammt. Oder irgendwie geschockt. Auf jeden Fall hat unser Tempo drastisch abgenommen. Ja. So ein schwarzer Palast ist nicht schön. Das muss im Sommer ganz schön warm sein dort drin. Obwohl der ja nicht mal schwarz ist. Das ist ja mehr rot, blau, lila Farben. Irgendwie.
sowas in der Richtung. Natürlich haben wir hier noch ein paar neue Monster. Und was ich eigentlich schon vor ein paar Folgen sagen wollte, die Feldwings sehen aus wie die Laura zum Beispiel. Eine epische primitive Keule. Wirklich. Eine epische primitive Keule. Eine Holzkeule, wirklich. Ihr Begleiter hat sich auf den Weg gemacht. Gut. Hoffentlich bringt er reiche Beute. Reiche Ernte. Wie Itzka sagen würde. Aber ich habe so das Gefühl, die Feldwings erinnern mich so ein bisschen an die Laura. Die sahen auch so ähnlich aus. Sind halt nur blau und haben eine ganz andere Form. So ein bisschen. Aber ist schon interessant, wie weit wir hier schon gekommen sind. Über die Esterianischen Gärten und die Höhle allgemein. Über die Tutara-Höhlen. Bis dann die Blutsteinschmiede. Die verlorene Festung. Und jetzt der schwarze Palast, Ebene 30. Oh, die sind da oben. Wir haben immer irgendwie einen Abstecher gemacht, wenn uns so eine Phasenbestie erwischt hat. Aber das ist auch gut so. So sieht man ein bisschen was von Torchlight. Und so kann man auch ein paar Elementare kennenlernen. Wir haben jetzt schon so einiges. Und hier schon wieder sowas. Schon wieder irgendwelche Viecher in Containern. Kanistern, Glaskolben, wie auch immer. Die sehen aus wie Zwerge. Werden vielleicht hier die Zwerge herangezüchtet? Und was ist diese komische Flüssigkeit da? Dieser Ort ist verwirrend. Werden hier vielleicht die Monster gezüchtet und großgezogen? Seltsam. Das sieht nämlich aus wie ein Labor und das sieht auch aus wie so ein Zwerg. Aber so ein böser Zwerg, den wir schon gesehen hatten. In der verlorenen Festung. Solch ein Zwerg. Mein Gepäck ist voll. Na toll. Mein Gepäck ist wieder voll. Und natürlich sind es nur drei Dinge zum Identifizieren. Mein Gepäck ist voll. Toll. Vielleicht kommt ja Wayne gleich wieder. Dann können wir ja noch ein bisschen was abladen. Oder wir können einfach hier einen Glutstein reinsetzen. Vielleicht können wir da sogar noch einen dritten Sockel reinbauen. Wäre mal eine Idee. Gibt es eigentlich einen dritten Sockel? Kann man ja ausprobieren. In ein paar Folgen oder so. So. Wayne wieder als tierische Müllablage. Naja, Müll ist es ja nicht. Es sind nutzvolle Items, die uns Geld bringen. Wow. Und die wir natürlich nicht brauchen. Also in dem Sinne dann doch schon ein bisschen Müll. Irgendwie sowas in der Richtung auf jeden Fall. Das Blöde ist, dass ich trotzdem nicht weiß, was das für ein Labor oder was für eine Einrichtung das auch sein mag, ist. Es sieht doch schon aus, als wären hier in dieser Einrichtung die Monster, die sich uns entgegenstellen, gezüchtet. Es sieht aber nur so aus. Ich weiß es nicht genau. Und endlich haben wir herausgefunden, wie der Kerzenangriff heißt, den wir ständig benutzen. Heißt Hiebangriff. Wie man einfach einen total random Übergang schafft. Einen total zufälligen Übergang. Okay, gucken wir doch mal, was in der Truhe ist. Und vielleicht bestimme ich dann noch weitere Angriffe. Nein. Und nein. Und was haben wir hier Schönes? Bösartige Kataien? Nee. 4 auf Attributstärke. Wir haben 3 und 3 auf Verteidigung. Also bringt uns das auch nichts. Ich kann den aber mal behalten. Wir müssen ja nicht alles wegschmeißen. Und die Hauptmann-Pistole, naja. Hat sich ja schon irgendwie erübrigt. So, da ist noch eine Treppe. Wo die Treppen hinführen, das weiß ich auch nie.
Weil es hier einfach so dunkel ist, aber es ist ja der schwarze Palast. Da ist das. Und wir wenden jetzt natürlich den Hiebangriff an. Den Kerzenzerschlagungsangriff, wie auch immer. Ich finde es übrigens schön, wie hier schon wieder die Atmosphäre gestaltet ist. So düster und die Musik passt auch. Und während wir hier uns durch die Reihen mähen, stellen sich natürlich wieder viele Fragen. Was ist das hier? Ist das Ortrak? Ist dies die Verkörperung Ortraks oder seine wahre Gestalt im Glutstein? Und was hat es mit dem Glutstein-Schimmer aus dem Boden auf sich? Hier, und dieser Brunnen hier, was hat ihr zu bedeuten? Diese Brunnen, muss ich mich korrigieren. Was haben sie zu bedeuten? Ich hoffe, dies alles erfahren wir noch. Denn wir müssten Ortrak auch bald treffen. Es kann nicht mehr weit sein zu Syl und Ulrik und dem epischen wackeligen Beil, was ich jetzt natürlich sehr gerne haben wollte. Es ist nicht mehr weit. Wir sind schon in der 30. Ebene. Vielleicht treffen wir ja in einer der nächsten Folgen schon auf Syl und Ulrik, ich weiß es nicht. Und hilft uns dieser epische kleine Bogen weiter? Ich denke ja nicht. Er hilft eher Fernkämpfern, auch wenn wir es nochmal probiert haben. Der Fernkampf sagt ja uns nicht geradezu als Haut-drauf-Typ, würde ich jetzt sagen. Das könnten wir ja mal isoliert irgendwann betrachten. Stimmt's? Gaston oder wie auch immer so eine Spinne heißen mag. Er gibt überhaupt Spinnen einen Namen. Sie heißt nicht Krabli oder so. Ich weiß es nicht. Und wir gehen jetzt die Treppe nach unten. Und es wird düster. Es wird wieder düster. Man sollte wirklich diesen Ort hier meiden, denn dieser Ort ist besonders. Er ist seltsam. Blutschiller. Und er ist düster. Düster. Und man will am liebsten flüchten. Von hier. Von überall. Mein Inventar ist voll. Aber wir stellen uns der Aufgabe. Auch wenn wir Wayne noch 10-mal befüllen müssen. Befüllen? Bepacken meine ich natürlich. Mit was befüllen? Mit Wasser? Wir stellen uns der Aufgabe. Wir retten Torchlight. Das ist unser Ziel. Und das verwirklichen wir natürlich auch. Okay. Was sind diese Stromteile da? Epische Lederscherbe und der Eltrank, aber was sind diese Stromteile da? Was machen die und warum? Generieren sie Spannung oder was? Und wieso gibt es zwei davon? Was machen diese hier? Ich würde mal sagen, das werden wir in der nächsten Folge klären, wenn es wieder heißt, auf in den schwarzen, Mensch, geh weg, auf in den schwarzen Palast. Wir erkunden die Geheimnisse hier.